Willkommen zu einem neuen Part Mario Kart 8 am Montag. Ja, was passiert, Rick? Ich erzähl mal. wie soll ich anfangen? Ferien. Ja genau, es war ja Ferien, Leute. Boah, in den Ferien, Alter, ne? Also ich dachte, boah, jetzt produzierst du vor, damit du für die Schulzeit wieder abgesichert bist. Ja, hat nicht ganz geklappt. Denn vom neuen Projekt New Super Mario Brothers, genau, ich habe mal wieder einen Teil der Super Mario Bros. Reihe angeschnitten. Nachdem wir Super Mario Bros. 3 Let's Plays haben und auch noch andere Jump'n'Runs, zum Beispiel Super Mario World, dachte ich mir, mach's mal mit der Serie weiter und starte das mit dem Nachfolger. New Super Mario Bros. Für den DS, ne? Habe ich gemacht. Wollte eigentlich ein anderes Spiel starten, aber davon hatte ich noch weniger aufgebaut, und zwar nur einen einzigen Part. Deshalb dachte ich mir, ja, das kommt danach. Ich habe das auch früher aufgenommen als das andere Projekt, was ich jetzt noch nicht sagen möchte. Übrigens glaube ich, dass mir ein Abonnent nachgejoint ist, und hier zwar der Tree Flip, weil der hat gerade mal 3000 Punkte, deshalb ist es sehr unwahrscheinlich, dass er so per Zufall in den Raum gekommen ist. Und ich habe einen Abonnenten, der sich Flip nennt. Also Flip, falls du das bist. Hi. Oh Mann, Alter. Hä? Hab ich ihn jetzt überrundet? Was für eine Lollzange. Okay, Anfänger wahrscheinlich. 1000 Punkte oder so, aber... kann ja sein, das weiß ich. Dass er zu einem... zum allerersten Mal in seinem Leben Mario Kart 8 spielt. Ja, erster geworden. Sind wir lange nicht mehr. Was passiert? Ich hatte in den Ferien, ich war immer beschäftigt, weißt du, immer die Meat Boy Parts, weil davon hatte ich auch nicht viele. Immer die eure Level Parts, weil die kommen ja, die sind ja immer hier auf, Dingen. Die sind ja immer auf dem richtigen Zeitraum, die sind ja immer, auf dem richtigen Zeitraum, die sind ja immer aktuellen Zeitraum und Mario Kart Wii. Das habe ich aber geschafft, im Voraus aufzunehmen. Mario Kart Wii habe ich jetzt ein paar Folgen im Voraus, jetzt auch nicht allzu viele. Aber da sieht es besser aus als bei den anderen Projekten. Vor allem bei New Super Mario Bros. Muss ich auch noch den Rand reinziehen, aber ich möchte euch ja keinen billigen Content bieten, ne? Wie mein April-Video, ey. Ey, dieses Video, Leute, das war einfach dahin geklatscht. Ich, vor allem, als ich fertig war, dachte ich mir, was? Schon? Und mit so wenig Zeit kriegen die Leute für so einen billigen Content so viel Aufmerksamkeit? Das ist ja mal leicht, auf YouTube Deutschland erfolgreich zu sein, wa? Ihr wisst ja, viele machen es so wegen dem großen Geld und nicht mehr wegen dem Fun. Ich könnte jetzt eigentlich mit... ja, ich könnte solche Videos ernster nehmen. Also ich habe ja im April-Video so ein bisschen Spaß gemacht, ne? So ein bisschen YouTube Deutschland zusammengefasst. Und ja. Da denken sich ein paar Leute, ja, rennen wir den Trend mal hinterher. Ja? Wir machen jetzt auch gute Kreise in unserer Fachwelt und wir haben früher eigentlich relativ gut und nicht so dumm Content produziert haben. Aber das erspart uns ja auch vor allem Mühe, weil so eine Scheiße zu machen, sowas zu machen, ja? Also auf Qualität zu achten, da geben wir mal einen Kampf. Die Vorbildfunktion kann auch sterben. Die Leute, die Achtjährigen wissen ja noch, was H.Sohn ist. Ne, das bekommen sie schon im Kindergarten heutzutage beigebracht. Wirklich, also ich habe das Gefühl, als ich das Wort H.Sohn kennengelernt habe, ne, da hat es die ganze Welt. Auch die ganz Kleinen, auch die ganz Großen. Weil auch zu, beim, keine Ahnung, bei den 96er-Jahrgang-Leuten, die kannten auch H.Sohn auch bestimmt irgendwie in der 8. 9. Klasse nicht. Das kann natürlich, ernsthaft, das kann natürlich sein, ne? Ich habe letztens noch einen Kommentar unter dem letzten Part von Meat Boy bekommen. Wäre cool, oder witzig, wenn du die Beleidigung nicht rausgepiept hättest. Ja, klar, ne? Man kann ja auch gespielte... Ich rede mal heute ein bisschen über YouTube Deutschland, habe ich mir gedacht. Weil ich habe so einen ähnlichen Part schon mal gemacht, aber da habe ich mich nur auf die Let's Player-Szene, mit der Let's Player-Szene befasst. Und heute werde ich das genau andersherum machen. Ich werde nicht auf die Let's Player-Szene eingehen. Oder auf die Gaming-Seite von YouTube Deutschland, sondern eher mit dem anderen Content. Ja, befassen.
Heute wird also wieder ein bisschen rumgeheult, kann man sagen. Ey, jetzt ist aber auch mal gut. Nicht nur wegen den Skills, sondern auch wegen YouTube Deutschland an sich. Ich dachte mir vor einem Jahr, Alter. Okay, wir haben jetzt eine Scheißzeit erreicht. Aber schlimmer kann es doch nicht kommen. Tja, im Gegenteil. Diese Pranks nehmen ja komplett die Überhand, ey. Also wirklich, 2017 heißt es... Hey Leute, eine Prank von mir ist jemand aus Versehen gestorben. Schaut mal rein, für cool und so. Also wirklich, ich habe das Gefühl, wenn diese Leute so weitermachen, irgendwann wird auf YouTube Deutschland irgendwie bei einem Prank zu Schaden kommen. Irgendwie sowas wird bestimmt irgendwann passieren, weißt du? Jeder neue Sam, der deutsche Sam Pepper oder so am Start, oder wie der Typ heißt, Sam Pepper oder so, also irgendwie am Start. Krass, Blut, krass. Hätte auch nicht gedacht vor einem Jahr, dass es so viele Leute cool finden, irgendwelche Sneaker auszupacken, aber naja. Weiß jetzt nicht, was das für ein toller Content ist, aber das scheint ja wohl zu funktionieren. Und nicht nur das, sondern auch die Thumbnails mit ganz vielen roten Kreisen und roten Pfeilen zu kennzeichnen. Da werden Dinge gekennzeichnet, die eigentlich komplett offensichtlich sind. Aber das gibt ja nicht so viele Klicks, ne? Also diese übertriebenen Thumbnails, vor allem bei diesem April-Thumbnail, ne? Das geht voll schnell. Weißt du, bei den Let's Player-Thumbnails, beim allerersten Part, wenn du ein Let's Play hast, als Let's Player, als klassischer Let's Player, du machst es gut, wo die Zahl auf dem Thumbnail ist und so, da ist das eine Heidenarbeit, erstmal die Zahl zu machen. Dann speicherst du diese Zahl ab, als Vorlagendokument, so wie ich zum Beispiel. Und dann, wenn ich den zweiten Part vom Thumbnail mache, ist schon Titel und Zahl angegeben, setze ich einfach Screenshot hinter und zwei Bilder, die zum Part passen und nicht irreführend sind, wie irgendwelche anderen Sachen. Oh Mann, ey. Aber da möchte ich auch mal kurz was zu sagen. Es wird eigentlich, viele sagen auch zu aufmerksamkeitsgeilen Thumbnails sofort irreführendes Thumbnail. Aber wenn es in dem Video wirklich darum geht, was auf dem Thumbnail gezeigt wird, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wenn ich ein Video mache, ich höre mit YouTube auf und ich höre wirklich mit YouTube auf, dann ist es doch vollkommen in Ordnung. Wenn ich da so ein etwas trauriges Thumbnail mache, ja gut, man muss es nicht übertreiben, ne? Aber wenn das Thumbnail angemessen ist und man wirklich mit YouTube aufhört, es nicht irreführend ist, wenn der Titel nicht irreführend ist, wenn man wirklich mit YouTube aufhört oder so, dann ist das eigentlich vollkommen okay, ne? Und in dem Beispiel ist es sogar dann auch nicht wirklich trickgeil, was bringt auch nochmal die Klicks, wenn man keinen Bock mehr auf YouTube hat, ne? Janik wird sich jetzt denken, ja, nochmal die letzte Kohle rausschüffeln, aber du schüffelst deutlich mehr raus, wenn du einfach weitermachst und irgendwie Pack produzierst, dann vielleicht nicht so viele Klicks wie bei dem einen Video bekommst, aber insgesamt trotzdem viel mehr Profit machst. Aber darum geht's ja auch heute auf YouTube Deutschland. Wirklich, ich habe wirklich nur noch die Hoffnung, es kann. Was soll denn noch schlimmer werden? Gut, das habe ich mich letztes Jahr auch gefragt, ne? Dass diese Pranks so überhand nehmen und auch so krass teilweise in den Medien landen. Und wenn da die Leute machen sich zwar dann auch lächerlich und büßen sozusagen dafür, versuchen mit irgendwelchen Ausreden wieder rauszukommen, wenn sie merken, vor allem die sind ja noch stolz drauf. Die sind noch irgendwie. Die finden das geil. Weißt du, als über 20-Jähriger sowas geil zu finden. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen sollte. Okay. Doch, ich erzähl's. Komm, ich nenne keine Namen. Ich bin in gewissen Örtchen, ja, an Teilen auf dieser Welt, in meinem Ort hier umgegangen, habe Leute gefragt, wie hältst du die Frage zu, wie findest du YouTube Deutschland so? Ich habe fast immer bekommen, witzig. Ja. Das Rennen war hier auch ziemlich witzig. Nee, Spaß. Also ohne Spaß. Nee. Nein.
Hätte ich besser nicht erzählen sollen, oder? Oh, scheiß drauf. Aber viele finden es halt... Komm, man sieht es auch unter den Bewertungen dieser Videos, die im Trend sind. Weißt du, der YouTube-Algorithmus ist jetzt auch nicht der... Oh Mann, ey. Sorry, dass ich mich jetzt wieder hier ein bisschen über YouTube-Deutschland aufregen muss. Vor allem, dass auch manche, ich sag mal Gaming-Kanäle, ja? Manche Kanäle, wo es eher um Gaming geht und da jetzt auch nicht wieder um den erfrischesten Inhalt. Ich habe hier schon einen Part gemacht über die Gaming-Szene auf YouTube Deutschland. Das ist aber schon auch wieder fast ein Jahr her. Ich glaube, das war irgendwie im Mai 2015, habe ich einen Part drüber gemacht. Oder ein bisschen später. Das war auf jeden Fall Part irgendwie irgendwas mit 30, also schon ein bisschen her, ne? Wenn wöchentlich ein Part kommt, ist das schon ein bisschen her. Ja. Dreivierteljahr, halbes Jahr, irgendwie sowas. Kam ja jetzt auch nicht immer ein Part, ne? Zum Beispiel, der kommt jetzt auch am Montag hier. Und da möchte ich kurz mal drauf zu sprechen kommen. Also ich bin ja ein bisschen abgekommen, aber ich rede jetzt erstmal bei YouTube Deutschland weiter und dann am Ende sage ich noch was zu dem Kanal. Ja, ich hoffe, es kann nur besser werden. Als, dass Gronkh der größte YouTuber Deutschlands ist, es nochmal nicht Lichtblick, weil Gronkh macht seine Sache gut. Produziert guten Content, kein Verblödungs-Content. Okay, ich zitiere jetzt einfach mal so einen Satz, den ich so von einem aus der Schule da gehört habe. Alter, der Hans, ihr wisst glaube ich, wen ich mit der gleich meine. Alter, der hat voll krasse Sneaker ausgepackt, Mann. Die haben voll krass gekostet, Mann. Alter, die sehen voll krass aus, dann hat dann noch jemand in der andere, hat dann da noch jemand geprägt. Überall dieses Assi-Deutsch, dieses, oh Gott, Mann. Hab ja jetzt auch manchmal Spaß, aber auch mal wie du sowas mit Digga hast oder so gebracht, ne? Aber ist ja klar, dass ich das so Spaß mache. Oh, das ist klar. Aber, naja. Viele fangen auch an mit dem Gedanken, ich will jetzt nur noch das große Geld. Viele ändern auch ihr Kanalsystem drastisch. Wirklich. Drastisch, Kreise auf dem Thumbnail und Hauptsache, ja, gibt Klicks. Da, genau, da habe ich ein Video gesehen. Das wurde auch vielen empfohlen. Da hat einer gesagt, ja, ich kann euch das leckere Essen machen oder ich kann euch das billige Brötchen geben. Und wenn ihr das billige Brötchen wollt, dann bekommt es ja halt. Ne? Ja, hier, kann ich machen. Wenn ihr, ich mache das, was ihr wollt. Man sollte mit der Community interagieren. Das ist auch ein, ich finde, das ist ein sehr umstrittenes Thema, was diese Sachen jetzt angeht. Man soll, Leute, man soll doch am besten so gut und ja gut wie möglich mit der Community interagieren, weil die Community ist ziemlich wichtig. Und ich finde es auch ziemlich wichtig. Ich mache es ja auch oft mit meinen ganzen Community-Projekten. Ich meine, Leute, eure Level Super Mario Maker hat 108 Parts. 108. Und das in einem Zeitraum von, wann ist es erschienen? September, gell? Von, ja, circa halben, dreiviertel Jahr. 108 Parts. Plus hier diese, also wenn man alles zusammenrechnet, ne, wenn man die Custom Level 1, Flash 1 und Flash 2 Parts und so zusammenrechnet, die Flash Game Parts, Mario Flash Games, das ist ja auch ein Community-Projekt, da kommt da schon was raus. Also man sollte wirklich mit der Community interagieren, man sollte auch wirklich mit ihr interagieren, aber ich weiß jetzt nicht, ob viele, wenn jetzt ganz viele schreiben würden, mach mal, ich habe ja zum Beispiel 3 Parts Bed Wars gemacht und ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich weiß nicht, ob ich es dann machen würde, wenn ganz viele sagen, mach mal Bed Wars weiter. Weiß ich nicht, ob ich das dann machen würde. Ich finde, das ist auch ein sehr umstrittenes und großes Thema. Wie du auf die Community eingehst. Ob du wirklich jetzt alles, ob die Dreck wollen, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr irgendwie wollt, dass ich Pranks mache. Ich glaube mal nicht. Aber was, wie würdet ihr das sehen? Ich finde, als YouTuber, gut, du kannst nicht sagen, ich mache jetzt mein Ding. Also ich finde, man sollte auf jeden Fall, ist es gut, wenn man in der Community interagiert. Ob man sich jetzt von ihr sozusagen kontrollieren lässt, wenn die sagt, mach mal Minecraft. Du hast keinen Bock drauf, aber du machst es, weil die Community das sagt. Ich weiß nicht, ob das richtig ist.
Man muss auch selber auf sich ein bisschen hören, ne? Und deshalb weiß ich nicht, ob es der richtige Weg ist, wenn man sich vollständig von der Community kontrollieren lässt. Ich hab eine ziemlich gute Community, wirklich. Wenn mal an einem Tag irgendwie ein Meatboy-Part oder so nicht kommt, dann kommt da keine Beschwerden. Manchmal kommt wie sowas wie, hier, wann kommt mein Level? Ich habe auch schon ein paar drüber gemacht. Aber ihr seid eine super Community, Leute. Danke für 230 Abos. 234, glaube ich schon. Ja, 234. Ich hab grad geguckt. Holy moly. Ja, ist auch schon eine große Zahl. Ziemlich. Und, ja. Also finde ich einfach... Also dieses Community-Thema, ich finde, man sollte auch mit dir interagieren, aber sich nicht von dir kontrollieren lassen, ganz kurz gesagt. Bevor ich jetzt hier noch mit dem Community-Thema richtig krass aushole. Aber insgesamt finde ich, dass YouTube Deutschland echt am Boden ist. Es geht vielleicht noch schlimmer, aber das will ich mir nicht ausmalen. Wie schlimm es dann sein? Da muss bei dem Frank irgendwie jemand zu Schaden kommen. Ich weiß nicht zwar auch nicht, inwiefern Bananen essen ein Prank ist, aber... Wenn man meint. Und, naja, wenn man versucht, seine Zuschauer zu verarschen, also, nicht alle Menschen auf dieser Welt sind unfassbar dumm. Man wird irgendwann überführt, ne? Wenn du irgendwann so richtige Scheiße machst, irgendwann wirst du zum irgendwann. Und mittlerweile kommt mir diese N64-Strecke so fucking kurz vor. Ich meine, wir sind jetzt schon in der letzten Runde. Irgendwann wird man dann es zurückbekommen. Die ganzen Scheiße, die man gemacht hat, die man dann nicht zurückbekommt. Ne? Ja. Das ist jetzt nicht... Nein! Lucky, du, wo setzt du mich denn hin, Mann, du Betrüger? Bitte, ja, nein! Ich muss den A-Knopf auf... Verdammt! Ja, insgesamt... frage ich mich auch, was die roten Kreise und roten Pfeile jetzt in der Gaming-Szene so teils zu suchen haben. Aber insgesamt dieses Clickbaiting, dieses alles, diese Thumbnails, die Titel, alles Caps Lock. Gut. Ja. Und wirklich, dass auch wirklich alles getan wird. Dass wirklich alles getan wird, dass sogar ein Plan ausgeheckt wird, wo gesagt, hey, wir kriegen ein bisschen Held ab, aber im Hinterher wird es sich doch lohnen. Und wenn man dann sagt, okay, das ist ewig in Kauf, aber dafür werde ich dann ziemlich viele, viele Klicks und Abos generieren. Und teils habe ich auch ein bisschen die Sorge, dass dieses Clickbaiting und alles in die Nintendo-Szene abrutscht, weil die Nintendo-Szene ist noch so eine Szene, wo sowas nicht herrscht und wo sowas noch normal gemacht wird, wo sowas Dummes einfach nicht da ist. Ich hoffe auch, dass es nicht bleibt. Also wirklich das Allerschlimmste, das Allerschlimmste, was noch passieren könnte, dass diese Clickbaiting, die Klickgeilen und irreführenden, vor allem irreführenden Titel und Thumbnails jetzt noch in die Nintendo-Szene rüberkommen. Keine Ahnung. Das kann dann natürlich auch nicht so extrem aussehen, aber weiß was nicht. Pokémon Go nur als Beispiel. Ich habe sowas nicht gesehen, wirklich. Pokémon Go Gameplay 20 Minuten gezeigt. Voll der krasse Talk über Pokémon Go, also zum Beispiel ein angesehenes Thema. Auf dem Thumbnail dann noch so Pokémon Go und dann so eine 1, die irgendwie Pokémon Go ähnelt. Und dann wird es halt so kurz am Ende des Parts angesprochen, wie jetzt zum Beispiel gleich die Sache mit TTT. Nein, TTT wird nicht abgebrochen, auch nicht wirklich pausiert. Ich sag halt euch was dazu. Die Gamer wird auch weiterhin noch dabei sein, das ist nichts Großes. Nur damit jetzt hier schon mal die Spannung aus dem Ei. Aber man muss mit allem rechnen. Deshalb habe ich mir auch gedacht, was passiert denn, wenn die Nintendo-Szene so wird? Was machst du da? Nichts Großes. Also wirklich, wenn du etwas... Jetzt an alle Leute da draußen, wenn man irgendwas nicht gut findet, dann braucht man es nicht haten, denn es ist ein... Man muss es ja... Mit Haten meine ich jetzt, du musst nicht jeden Tag irgendwie davor sitzen und das kaputt machen oder so, ne? Mach's doch einfach besser. Wenn ich sage, okay,
wenn die Nintendo-Szene jetzt auch wirklich so untergeht, ich werde einfach weitermachen. Ich werde weitermachen wie bisher eigentlich auch. Ich werde einfach das hier machen, ne? Ich werde mich auch, glaube ich, nicht verändern. Gut, Meinungen können sich ändern, aber ich glaube nicht, dass ich mal in einem Jahr der Meinung sein werde, dass Bananen-Essen-Pranks oder sowas oder irgendwelche Sticker auszupacken so richtig geil ist und dass ich das abfeiern werde. Nee. Also insgesamt, YouTube Deutschland ist tot. Mal gucken, ob es irgendwie wieder aufersteht. Und bis jetzt ist eigentlich der einzige Lichtblick Gronkh, denn er ist der größte Deutschlands und ja. Läuft. Ja, deshalb. Ja, ich war ja in England, ne? Das wollte ich ja noch erzählen. Das war nicht so lol. Bei YouTube Britain ist alles normal. Da gibt es natürlich auch die Trends, alles normal. Da gehen jetzt irgendwie keine Nintendo-Let's Play ab, aber. Ganz oben war, glaube ich, irgendein Trailer von einem Film oder so, aber da ist es nicht tot. Ich finde YouTube Britain, gut, da geht jetzt Nintendo auch nicht voll ab, ne? Was weiß ich, wer da war, Jack Spectre Eye oder irgendwie sowas. Ich glaube, der war da drin. Da waren noch andere drin. Halt diese PewDiePie-YouTuber, ne? Feier ich jetzt auch nicht unglaublich ab. Aber gut, teilweise heben die da auch ein bisschen ab. Aber YouTube Britain ist jetzt nicht das Thema. Also so krass normal ist es auch nicht, habe ich mir ein bisschen falsch ausgedrückt. Aber der erste Eindruck ist schon mal. Keine roten Kreise oder irgendwie sowas. Ob die Titel auf die Catchlocks sind, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, glaube eher weniger. Die ist viel weniger als hier. Ohne Spaß, such mal bitte den Titel, der ohne Caps noch ist. Mach das. Ja. Jedenfalls. Also die Hoffnung stirbt immer mehr. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Es kann eigentlich nur besser werden. Jetzt erst recht. Vor einem Jahr dachte ich mir, ich finde es jetzt gut, dass ich eher nicht auf so krass auf die Games eingehen wollte, was ich auch nicht machen wollte. Es ist halt wieder so ein kleiner YouTube-Deutschland-Talk. Ah ja, was auch noch wichtig ist, die Community. Also die Leute, die ich in den Kommentaren sehe, ne? Alter! Was habe ich mit 8 gemacht? Oder mit 8, 9, 10 Jahren? Da habe ich richtig auf YouTube aufgehalten. Das ist so ziemlich die ein... Alter, ich habe mal verglichen, ne? Du hast jetzt damals so viel mehr Freizeit gehabt. Wirklich irgendwie jeden Tag mit einem Freund treffen oder auf den Spielplatz gehen oder DS spielen. New Super Mario Bros., das was ich hier gerade auch wieder Let's Play. Ja, 10 Jahre. Da war ich 10 Jahre. Ich bin jetzt. Genau. Hat ja gesagt, das ist sogar 5 Jahre her, ist auch ein Let's Play. Also ja. Mal gucken, wie sich das mit YouTube Deutschland weiterentwickelt. Ich fand es aber sogar 2015, klar, ich fand es auch scheiße, aber jetzt ist es nochmal viel unerträglicher. Auch diese ganzen Skandale oder so, ne? Hat man wieder ein bisschen was zum lächerlich finden? Papa, schlag mich mal, wir wollen doch Geld haben. Muss mal wieder ein bisschen Kohle ins Haus kommen. Sowas halt, ne? Aber. Gut. Mehr möchte ich jetzt. Ich möchte erst richtig auf die Lappen in den Trends auch so eingehen. Wer war jetzt erst YouTube Deutschland? War ziemlich allgemein. Ich habe keine Namen genannt oder so. Das ist wichtig. Ist gut, wenn man das nicht macht. Jedenfalls, also Fazit. Extrem schlimmer geworden als letztes Jahr. Klar, letztes Jahr habe ich auch so das im Großen und Ganzen gesehen, aber ich habe letztes Dreivierteljahr eher über YouTube Deutschland, über die Let's Player-Szene gesprochen. Jetzt bin ich nochmal auf die anderen Kategorien eingegangen. So ein bisschen. Hab trotzdem jetzt noch ein paar hingekriegt. So, jetzt erstmal das, was ich sagen wollte. Sorry, ich hatte in den Ferien in dem Wochenende überhaupt keine Zeit. Ich habe jetzt noch eine Arbeit nachgeschrieben heute.
Ja, ist eigentlich ganz okay gelaufen. Besser als MK8 da aufzunehmen. Also wirklich, da kann ich auch irgendwann auch mal sagen, Leute, ich habe jetzt echt mal keine Zeit, es tut mir leid. Kann trotzdem drei Videos, ne? Dafür kommt jetzt MK8 am Montag, nicht am Samstag. Und TTT wird nicht am Dienstag kommen, aber es wird was anderes kommen. Ich werde jetzt nämlich zum ersten Mal. Gut, ich habe das schon öfter gemacht. April, so April-Scherzprojekte, ne? Zum Beispiel Hundogün und Gundur, aber die gingen alle nur ein Part. Jetzt wird morgen ein April-Scherzprojekt starten, was man auf dem Kanal auch schon öfters gesehen hat und was gar nicht mal so schlicht aufgenommen wurde. Da ist das Ziel, irgendwelche random Stories zu erzählen. So Stories oder irgendwie sowas, keine Ahnung, weil das Gameplay wird lol. Mal schauen, ne? Ich habe auch überhaupt keinen Plan, wie lange das dauert. Da ist jetzt kein großes Ziel. Jedenfalls wird Dienstag ein LOL-Projekt starten, was nicht im Google-Dokument steht. Also für die ganz Gierigen, da wird es nicht drinstehen. Spätestens im Upload-Plan. Also morgen. Weil ich habe den Upload-Plan schon lange nicht mehr aktualisiert, weil ich finde einfach letzter Zeit keine Zeit mehr. Das Lustige ist, jetzt hat die Schule angefangen, jetzt habe ich mehr Zeit. Ich weiß nicht warum. Vielleicht hat mir auch diese Arbeit einfach ein bisschen Druck gemacht in den letzten Tagen. Die sei jetzt geschrieben. Und ja. Puh, das war's für den Talk. Danke fürs Zuhören jetzt noch am Ende hier. Keine Ahnung, mich würde es mal brennend interessieren, was sie zu der Sache hält mit der Community. Ob man jetzt als YouTuber sagt, okay, dann Let's Play halt Minecraft, obwohl ich nicht wirklich Lust drauf hatte. Oder ob man halt wirklich, man sollte auf jeden Fall interagieren. Aber ich finde, man sollte sich nicht von der Community so richtig kontrollieren lassen. Das ist ein ziemlich großes Thema, finde ich. Und da kann man auch gerne bitte auf einem hohen Niveau diskutieren. Trotzdem bedanke ich mich hier an dieser Stelle fürs Zusehen und bis zum nächsten Part.